Jeder Bäcker muss eine Lehre machen und Geselle sein, damit er Bäcker werden darf. Jede Lehrerin muss studiert haben und als Bundespräsident muss ich einfach halbwegs unfallfrei 35 werden und sonst muss ich nichts können. Es werde Licht. ZIP 2 und Radio FM4 präsentieren Der Professor und der Wolf. I say, what is this? Das Einmaleins der österreichischen Politik. Mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Hallo zur ersten Episode von Der Professor und der Wolf aus dem FM4-Studio. Der Professor, das ist er, Peter Filzmaier, Professor für Politikwissenschaft an den Unis in Graz und in Krems. Und der Wolf, das wäre ich. Ich heiße so. Ich moderiere die Nachrichtensendung Zeit im Bild 2 auf ORF 2, in der der Professor sehr häufig zu Gast ist. Wir kennen uns also schon sehr, sehr lange. Hallo Peter. Hallo Armin. Wir reden ja in der ZIP 2 sehr oft miteinander, aber hier wollen wir mal was anderes machen. Wir wollen uns Zeit nehmen, ungefähr 20 Minuten pro Episode und nicht über tagesaktuelle Schlagzeilen reden, sondern mal ganz grundsätzlich über Politik und wie sie in Österreich funktioniert. Und es wird 8 Folgen geben. Wir beginnen mit dem Bundespräsidenten. Nicht unbedingt, weil das das wichtigste Amt ist. Darüber werden wir diskutieren. Aber die Idee hatten wir im September 2022, knapp vor der Präsidentschaftswahl am 9. Oktober dieses Jahres. Deshalb geht es zunächst um den Präsidenten. Peter, was ist denn der größte Irrtum oder das größte Missverständnis über den österreichischen Bundespräsidenten? Da gibt's gleich zwei. Entweder viele Menschen glauben, er ist sowieso nur Frühstücksdirektor und Staatsnotar, der 7 Tage in der Woche ein würdiges Wort zum Sonntag spricht und eine Menge Dinge unterschreibt, die andere verfasst haben und ihm vorlegen. Oder es gibt den Glauben an die Allmacht des Präsidenten. Er ist eine Art österreichischer Superchef, der Regierung und Parlament alles Mögliche anschaffen kann. In Wahrheit hat er Kompetenzen im Wechselspiel mit Regierung und Parlament. Aber ist der Bundespräsident sowas wie der Chef der Regierung? Nein. Der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler und auf dessen Vorschlag die Ministerinnen und Minister, aber er hat kein Weisungsrecht gegenüber der Regierung. Er gibt also keine Anweisungen, was zum Beispiel der Bildungsminister an den Schulen morgen und übermorgen tun soll. Okay, wir werden darüber noch ein bisschen ausführlicher reden. Machen wir es mal ganz grundsätzlich. Wer kann denn überhaupt Bundespräsident werden? Was muss man für diesen Job, immerhin der prominenteste politische Job in Österreich, können? Armin, ich weiß, dass du in Tirol geboren bist, aber ist man da österreichischer Staatsbürger? Ich glaube nicht grundsätzlich, aber oft ich schon. In deinem Fall ja. Bist du über 35 Jahre? Das ist jetzt ein bisschen unscharmant, dass du das fragst, aber so knapp. Und die letzte und wichtigste Frage, Hand aufs Herz, bist du vorbestraft? Soweit ich weiß, nein. Das würde man, glaube ich, wissen in Österreich, wenn man vorbestraft ist. Und damit könntest du formal für das Präsidentschaftsamt kandidieren, denn man muss österreichischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin sein, älter als 35 Jahre und darf nicht zu einer Haftstrafe von einem halben Jahr unbedingt oder einem Jahr bedingt verurteilt worden sein. Du erfüllst die Kriterien. Aber ist das nicht ein bisschen wenig? Also ich meine, jeder Bäcker muss eine Lehre machen und Geselle sein, damit er Bäcker werden darf. Jede Lehrerin muss studiert haben und als Bundespräsident muss ich einfach halbwegs unfallfrei 35 werden und sonst muss ich nichts können? Es soll einer aus dem Volk sein, wenn er vom Volk oder sie gewählt wird. Aber es wäre auch nicht so einfach, eine Berufsgruppe zu definieren. Wir beide haben Politikwissenschaft studiert, aber es gibt eine Menge Menschen, die das nicht so toll finden würden, wenn wir sagen, das dürfen nur Politikwissenschaftler werden, weil es viel mit internationaler Politik auch zu tun hat und eine wichtige politische Staatsgewalt in Österreich ist. Das kann man auch sagen, es könnte ein Jurist sein, weil es mit der Verfassung zu tun hat. Aber jemand, der all das erfüllt, den würde man dann gar nicht finden. Aber um die österreichische Staatsbürgerschaft zu kriegen, wenn ich nicht hier geboren bin, muss ich eine Prüfung machen, aber als Bundespräsident nicht? Das würde dann der Wähler und die Wählerin hoffentlich indirekt entscheiden. Wenn jemand so gar keine Ahnung hat von Österreich, fällt das wahrscheinlich im Wahlkampf auf. Jetzt reden wir die ganze Zeit von dem Bundespräsidenten und eigentlich nie von einer Bundespräsidentin. Gibt es nicht in Wahrheit sogar noch eine vierte Voraussetzung, wenn man es werden will, nämlich, dass man ein Mann ist? Es hat in Österreich noch nie eine Bundespräsidentin gegeben. Das muss man vor allem den politischen Parteien vorwerfen, weil zumindest bei der ersten Wahl ist es immer nur jemand geworden, der von einer politischen Partei, von SPÖ oder ÖVP aufgestellt wurde. Und bisher hat keine dieser Parteien
jemand aufgestellt, die dann tatsächlich gewonnen hat. Eigentlich waren nur zweimal Frauen relativ nahe dran. 2004 Benita Ferrero-Waldner von der ÖVP hat dann gegen Heinz Fischer verloren in der Wahl und 2016 Irmgard Gries, Kandidatin der NEOS, die fast in die Stichwahl gekommen wäre und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber antreten kann de facto jeder, der diese sehr geringen Voraussetzungen erfüllt und will. Warum gibt es dann eigentlich nicht jedes Mal 100 oder 200 oder 1000 Kandidaten? Da bewerben sich ja bei Starmenia mehr Menschen als für das wichtigste Amt im Staat. Ist der Job so uninteressant oder ist er doch so schwer? Es gibt schon auch eine Sache, die du schaffen müsstest, wenn du jetzt nach meiner Einleitung vorhin überlegst, zu kandidieren bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Es genügt nicht, wenn du dir in der Früh mit dir selber unter der Dusche denkst, das wäre doch fein, wenn ich kandidiere, sondern man muss mindestens 6000 Unterstützungserklärungen sammeln. Das ist nicht ganz so einfach, weil es genügt nicht, im Internet irgendwas zur Unterstützung anzuklicken oder auf der Straße eine Liste zu unterschreiben, sondern das sind formelle Unterstützungserklärungen, die dann auch beim Innenministerium als Wahlbehörde abgegeben werden. 6000 klingt viel, ist nicht so viel. Bei der Nationalratswahl sind es weniger, 3600, aber da muss man aus jedem Bundesland eine bestimmte Zahl schaffen. Du könntest alle zum Beispiel in Tirol oder in Wien sammeln. Was kostet so ein Bundespräsidentschaftswahlkampf eigentlich? Es gibt nur eine Obergrenze, wie bei allen Wahlkämpfen. Darf nicht mehr als 7 Millionen Euro kosten, allerdings nicht insgesamt, sondern das gilt für jeden einzelnen Kandidaten oder Kandidatin. Nach unten gibt es auch keine Grenze. Wenn du meinst, du schaffst das, du gewinnst diesen Wahlkampf, ohne einen einzigen Cent auszugeben, ist das theoretisch bis auf eine kleine Gebühr auch möglich. Okay, wenn dann jemand gewählt ist, jetzt egal, ob mit viel Geld oder mit weniger Geld, was tut der dann eigentlich als Bundespräsident den ganzen Tag? Was ist genau die Jobdescription? Die Standardantwort wäre, er ernennt die Bundesregierung und entlässt sie allenfalls. Das könnte aber auch nur die Ernennung an einem einzigen Tag von über 2000 Tagen Amtszeit sein. Er vertritt aber Österreich auch nach außen. Er beurkundet alle Gesetze, er unterschreibt Staatsverträge, er begnadigt sogar verurteilte Straftäter und. Das alles gilt natürlich auch für eine Sie, wenn es mal eine Bundespräsidentin gibt. Jetzt hast du schon erwähnt, die wichtigste Kompetenz ist die Regierungsbildung. Der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und da kann er ja laut Verfassung tatsächlich mehr oder weniger aussuchen, wen er will. Aber das ist nur theoretisch so, in der Praxis hat er dann doch viel weniger Auswahlmöglichkeit. Warum? Er kann jeden oder jede erwachsene Person, die nicht vorbestraft wiederum ist, tatsächlich zum Regierungsmitglied machen. Allerdings hat der Nationalrat, eine Kammer des Parlaments, die Möglichkeit, eine Regierung mittels Misstrauensvotum abzuberufen. Wenn jetzt ein Bundespräsident einfach seine Eckschulkollegen oder seine früheren Kumpels aus dem Sportverein alle zu Regierungsmitgliedern machen würde, dann hätte diese Regierung wahrscheinlich eine Überlebensdauer von einem Tag und würde dann einem Misstrauensvotum im Nationalrat zum Opfer fallen. Jetzt kann aber der Bundespräsident einzelne Minister oder Ministerinnen ablehnen. Das ist auch schon passiert. Bundespräsident Klestil hat das im Jahr 2000 gemacht mit zwei FPÖ-Ministern. Und Bundespräsident Van der Bellen hat auch 2016 zwei Freiheitliche abgelehnt. Wie weit kann der Bundespräsident da gehen und bei der Personalauswahl in der Regierung mitreden? Er kann es wirklich nach persönlicher Meinung tun. Angenommen, Armin, du wärst wirklich Bundespräsident und ich würde dich öffentlich einen Lump nennen. Würdest du mich dann gerne zum Minister ernennen? Ich würde lang nachdenken, weil du bist der gescheite Mensch und irgendwie zweifellos kompetent, aber wenn du so unhöflich wärst mir gegenüber, bin ich sicher. Und wenn ich dann erkläre, eigentlich habe ich nicht Lump, sondern Hump, Dump oder irgend sowas Ähnliches gesagt. Also wenn du es wirklich mit so einer depperten Ausrede probieren würdest, dann nicht, aber für Blödheit. Und genau das hat sich Thomas Klestil auch gedacht, als er den FPÖ-Politiker Hilmar Kabas, der nämlich ihn einen Lumpen genannt hat und nachher meinte, es war nur der Dump oder der Hump, den wollte er dann doch nicht als Minister haben. Der Präsident kann ablehnen, er muss halt nur schauen, wie kommt dann eine Regierung zustande. Jetzt kann der Bundespräsident ja auch ganze Parteien ablehnen in der Regierung. Auch das ist schon mehrmals vorgekommen in den 1950er Jahren, ewig lang her. Da haben zwei Bundespräsidenten, die damals von der SPÖ kamen, abgelehnt, dass der VDU, das war die Vorgängerpartei der FPÖ, in die Regierung kommt. Kam dann auch nicht zustande. Andererseits weiß man ja, dass Bundespräsident Klestil, den wir schon angesprochen haben, von der ÖVP im Jahr 2000 keine Koalition aus ÖVP und FPÖ wollte. Er hat sie dann aber trotzdem angelobt. Hätte er das nicht verweigern können?
Er hätte es verweigern können, nur eine der wichtigsten Fragen beim Amt des Bundespräsidenten, wenn er oder sie etwas tut, ist immer die Frage, was passiert dann? Da diese beiden Parteien als Zweit- und Drittplatzierte in der Wahl, das sind also in der Reihenfolge FPÖ und ÖVP, eine Mehrheit im Nationalrat hatten, wäre es schwierig gewesen, irgendwelche anderen, ob Parteimenschen oder nicht, zu Kanzler und Ministern zu machen. Früher oder später wäre es auf Neuwahlen hinausgelaufen, da wurde ein noch deutlicher Erfolg der FPÖ prognostiziert und dann wäre Glästl ja wieder vor derselben Situation gestanden. Das heißt, er hat dann letztlich bei der Angelobung nur bös geschaut. Er hat eine symbolische Geste gewählt, die aber genau gar nichts politisch gebracht hat, das war ein steinerne Minengesicht. Jetzt reden wir bisher von der Bildung der Regierung, aber der Bundespräsident könnte ja rein theoretisch noch was anderes machen, wird jetzt im Wahlkampf jedenfalls von vielen Kandidaten großmundig angekündigt, nämlich die Regierung rausschmeißen, wenn er unzufrieden ist. Kann er das einfach unbegrenzt machen? Das kann er als einzige Sache eigentlich tun, ohne einen Vorschlag von der Regierung sowieso nicht, aber vom Nationalrat zu gebrauchen, ohne dass irgendjemand anders etwas vorformuliert. Wieder nur das Problem, was passiert dann? Ist ein Aberglaube, dass es dann automatisch zu Neuwahlen kommt? Nein, diese müssten im Nationalrat beschlossen werden. Der Bundespräsident steht also dann vor der Situation, ich muss eine neue Regierung finden, die aber gleichzeitig im Nationalrat möglichst eine Mehrheit hat. Das sind dann dieselben Parteien, wo er gerade deren Vertreter aus der Regierung rausgeschmissen hat. Kann er der Regierung damit drohen, dass er sie entlässt, wenn sie keine andere Politik macht? Also könnte er so real Einfluss auch auf die Tagespolitik nehmen und die Regierung dazu zwingen, etwas zu tun, das ihm wichtig ist? Er kann damit drohen. Es würde wahrscheinlich nur eher sein Amt beschädigen, wenn er bei jedem einzelnen Gesetz, das auf eine Regierungsvorlage zurückgeht, sagt, nein, ich will mehr Turnstunden im Schulunterricht und bin's gegen Schulunterrichtsgesetz, ich bin gegen irgendein Verkehrsgesetz, weil ich für Rechtsabbiegen bei Rot bin und da steht da nicht drinnen, da macht sich der Bundespräsident nicht beliebt und die tägliche Drohung wird sich auch bald abnützen. Jetzt hast du schon gesagt, wenn er die Regierung rausschmeißt, gibt es nicht automatisch Neuwahlen, aber kann der Bundespräsident auch Neuwahlen ansetzen und das Parlament entlassen? Nein, es gibt eine einzige Möglichkeit, die aber nicht die gedachten Kompetenzen des Bundespräsidenten in der Verfassung sind, sondern eher am Rande des Versuchs eines Staatsstreiches. Er könnte die Regierung entlassen, seine Büromitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu neuen Kanzler und Minister machen und diese neue Regierung, eine Stunde später nach der Entlassung der Alten im Amt, schlägt ihm sofort die Auflösung des Nationalrats vor. Das darf er nämlich nur, wenn es ihm von der Regierung vorgeschlagen wird. Und dann kann der Nationalrat diese Regierung natürlich nicht mehr mit einem Misstrauensvotum abberufen und in der Zeit bis zu Neuwahlen, das dauert ein paar Monate, bis die dann aufgrund der Fristen stattfinden, könnte versuchen, der Bundespräsident im Wechselspiel mit der Regierung, seinen Ex-Büro-Mitarbeitern, mit Notverordnungen sehr, sehr viel zu verändern, wäre aber, wie gesagt, am Rande des Versuchs eines Staatsstreichs. Und warum wäre das am Rande eines Staatsstreichs, wenn es in der Verfassung möglich ist? Weil nicht gedacht ist, dass das Macht- und Kontrolleverhältnis zwischen Regierung, Nationalrat und Präsident aufgelöst wird. Und wenn ich meine Büromitarbeiter, denen ich kurz vorher noch weisungsberechtigt war, dazu benütze, dass sie mir vorschlagen, den Nationalrat aufzulösen und dann verwende ich die Notverordnungen, die eigentlich gedacht sind, wenn der Nationalrat bei Naturkatastrophen nicht zusammentreten kann, dann ist das schon am Rande des Staatsstreichsversuchs. Gut, lassen wir mal die Notverordnungen weg und die Büromitarbeiter. Wenn der Bundespräsident die Regierung rausschmeißt und dann eine andere Regierung ernennt, das könnten ja auch honorige Beamte oder sonst angesehene Menschen sein und die ihm dann die Auflösung des Parlaments vorschlagen, wäre das problematisch. Das wäre grundsätzlich verfassungsrechtlich möglich. Die Frage ist nur, sind das Personen, die in einem Nahe- oder Abhängigkeitsverhältnis zum Bundespräsidenten stehen oder standen? Wenn dem nicht so ist, sondern ein Expertenkabinett, ein Beamtenkabinett wirklich dieser Meinung ist, dann wäre es möglich. Also eine Regierung, die wirklich nur dazu ernannt wird, Neuwahlen vorzuschlagen, die wäre ein Problem. Die wären am Rande des Staatsstreiks. Warum braucht der Bundespräsident eigentlich für praktisch alles einen Vorschlag der Bundesregierung? Man wollte in Österreich, auch nach Erfahrungen mit zuerst der Monarchie und dann einer Diktatur, nämlich der Nazizeit, schlicht und einfach zwischen den Staatsorganen ein Gleichgewicht schaffen. Und dieses Gleichgewicht erschafft man am besten dadurch, wenn der Bundespräsident zwar Kompetenzen hat, aber vieles nicht allein machen darf. Und was ist, wenn er keine Vorschläge von der Bundesregierung bekommt? Kann er dann nichts tun? Vertreter der Republik nach außen bleibt er trotzdem. Staatsbesuche sind möglich. Ansonsten bleibt außer Ordenverleihungen nicht viel. Jetzt hast du schon angesprochen, der Bundespräsident kann Notverordnungen erlassen. Das heißt, er könnte auch ohne das Parlament Gesetze ändern. Wozu ist das gut und ist das nicht undemokratisch?
Gedacht ist es nur für Ausnahmesituationen, nämlich wenn der Nationalrat, das Parlament nicht zusammentreten kann. Beispielsweise nach Naturkatastrophen wie Hochwasser ist die Anreise zu den Nationalratssitzungen nicht möglich oder bei einem Kriegsausbruch. Aber da war es mal nahe dran, wenn bei einer Pandemie zu viele Abgeordnete gerade infiziert sind und sich nicht treffen dürfen, um nicht alle anderen anzustecken. Da darf der Bundespräsident mit Notverordnungen regieren, allerdings nur im Wechselspiel und Absprache mit der Bundesregierung und dem Hauptausschuss des Nationalrats. Und er darf nicht einmal Notverordnungen erlassen, die langfristige Budgetwirkungen haben. Also viel Geld ausgeben darf er auch nicht. Jetzt, wir haben es vorher schon kurz angedeutet, aber jetzt im allerextremsten Fall könnte ein Bundespräsident auf diese Weise die Demokratie aushebeln, indem er zum Beispiel den Nationalrat auflöst und dann mit Notverordnungen regiert und so eine Art Präsidentendiktatur in Österreich einführen? Es müsste die von ihm ins Amt gerufene Regierung mitspielen bei den diktatorischen, tieferen, miesen Absichten, weil er das Notverordnungsrecht nur im Wechselspiel mit dieser machen darf. Und der Hauptausschuss des Nationalrats, das ist eine kleinere Gruppe von Abgeordneten, die sich vielleicht doch treffen können, die müssten auch mitspielen. Bleiben wir dabei, dass das Parlament die Gesetze beschließt, aber der Bundespräsident muss ja jedes Gesetz noch unterschreiben, bevor es in Kraft tritt. Kann er diese Unterschrift verweigern, wenn ihm ein Gesetz nicht passt? Gegenfrage, wie zwingt man einen Bundespräsidenten, dass er etwas unterschreibt? Folter ist verboten. Gut, aber das heißt, er könnte dadurch die Gesetzgebung beeinflussen, indem er einfach bei jedem Gesetz, das ihm nicht gefällt, sagt, das unterschreibe ich nicht? Beeinflussen nicht, aber blockieren. Es ist in der Verfassung so gedacht, dass er nicht nach persönlicher Meinung unterschreibt oder nicht unterschreibt, sondern dass das verfassungsgemäße Zustandekommen beurkundet. Also wenn beispielsweise im Nationalrat etwas beschlossen wurde als Gesetz und es waren zu wenig Abgeordnete überhaupt anwesend oder eine Frist wurde nicht eingehalten, dann soll der Bundespräsident sagen, nein, das beurkunde ich nicht, zurück an den Staat. Er müsste das ordnungsgemäß beschließen. Es ist nicht so gedacht, dass er nach seiner persönlichen Meinung, welche Schulfächer habe ich oder habe ich nicht, bei bildungspolitischen Gesetzen sagt, ich unterschreibe, unterschreibe nicht. Tun könnte es theoretisch, aber dann blockiert er nur alles, er kann kein neues Gesetz verlangen. Es ist aber in der Praxis de facto noch nie passiert, also es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmefälle. Das heißt, ein Bundespräsident, der versucht sehr, sehr extensiv alle Kompetenzen auszunutzen, die in der Verfassung theoretisch möglich sind, das ginge, aber es wäre ein Problem. Es wäre im Regelfall zu Blockadesituationen führend. Er unterschreibt Gesetze nicht, er kann aber auch keine neuen machen. Dann haben wir kein Gesetz. Kann man sagen, auch egal, aber da Gesetze unser Zusammenleben regeln, ist das in vielen Bereichen einfach notwendig. Jetzt ist der Bundespräsident ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheers. Was bedeutet das? Kann er das Heer einfach in einen Krieg schicken oder ganz am anderen Ende des Spektrums könnte er irgendwie einem Heereskommando befehlen, das vor seinem Haus Schnee schaufelt? Nein, Armin, es tut mir leid, kann kein Zusatzmotiv für dich sein, Bundespräsident zu werden, damit du dann immer Schnee geschaufelt bekommst vor deiner Eingangstür. Er ist der Oberbefehlshaber im formalen Sinn, aber nicht operativ. Das ist laut Wehrgesetz der Verteidigungsminister, die Verteidigungsministerin. Es entsendet der Bundespräsident keine Truppen von Oberstinkenbrunn nach Unterstinkenbrunn und zurück. Er hat ein Informationsrecht in allen militärischen Angelegenheiten als formaler Oberbefehlshaber und er ist für Einberufungen und Angelobungen zuständig, wobei das mit den Einberufungen in einem Krisenfall bei Mobilmachungen durchaus auch eine Machtposition sein kann. Was ist denn in der Praxis die größte Macht des Präsidenten? Es ist letztlich die Angelobung und allenfalls Entlassung einer Regierung, denn er ist bei der Angelobung einer Regierung nicht völlig frei. Wen nehme ich denn da? Er muss die Mehrheitsverhältnisse berücksichtigen im Nationalrat, aber er hat hier doch einen Gestaltungsspielraum, weil oft sind ja mehrere Koalitionsmehrheiten möglich und er kann hier schon Präferenzen versuchen auszudrücken. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? In der Schweiz zum Beispiel machen das ja einfach die Minister und Ministerinnen hintereinander jeweils ein halbes Jahr lang und das scheint ja auch zu funktionieren. Für die laufenden Angelegenheiten oder auch die Vertretung der Schweiz nach außen funktioniert das wunderbar, aber Macht und Kontrolle zwischen Regierung und Präsident kann so naturgemäß nicht funktionieren, weil einer der Kontrolleure ist dann der Präsident und selber auch in der Regierung kontrolliert sich also selbst. Noch ein paar ganz praktische Fragen. Der Bundespräsident verdient exakt 25.357 Euro brutto im Monat. Das ist ungefähr 3.000 Euro mehr, als der Bundeskanzler bekommt und auch mehr, als der deutsche Bundespräsident bekommt, obwohl ja Deutschland fast 10-mal so viele Einwohner hat als Österreich. Ist das gerecht? Das Präsidentengehalt ist ja kein Kopfgeld und auf Wienerisch gesagt, die Hacken ist im Wesentlichen dieselbe, egal ob in Österreich 9 Millionen Menschen leben oder ein paar Millionen weniger oder auch 10-mal mehr wie in Deutschland.
Der deutsche Bundespräsident hat auch eine Dienstvilla, in der er wohnt. Das hatten wir in Österreich auch lange, aber diese Präsidentenvilla in Wien, in Döbling, die gibt es nicht mehr. Die wurde 2010 abgerissen, weil die Renovierung so teuer gewesen wäre. Aber der Bundespräsident wohnt auch nicht in der Hofburg, in der Innenstadt, wo er arbeitet, in seinem Amtssitz. So wie der amerikanische Präsident, der wohnt ja auch im Weißen Haus. Wo wohnt der Bundespräsident eigentlich? In seiner Wohnung. Und wenn er ein Kleingarten-Schrebergartenhaus hat, dann wohnt er in seinem Schrebergartenhaus. Es gibt keine offiziellen Dienstsitz und schon gar keine Villa mehr. Es gibt aber die First Lady, die Frau des Präsidenten. Aber gibt es die überhaupt? Die gibt es formal in der Verfassung gar nicht. Denn erstens einmal könnte ja auch eine Frau Präsidentin werden. Es könnte aber auch eine Frau, die mit einer Frau in Partnerschaft lebt, Präsidentin werden. Ein Mann mit einem Mann und selbstverständlich beiderlei Geschlechts auch ein Single. Also gibt es auch keine First Lady, die in der Verfassung vorgeschrieben ist. Das würde ja übel diskriminierend sein, weil dann dürften immer nur Männer kandidieren. Jetzt aber trotzdem hat die gegenwärtige Frau des Bundespräsidenten und auch schon die des vorherigen von Heinz Fischer ein eigenes Büro in der Hofburg. Warum das, wenn es das in der Verfassung gar nicht gibt? Kurios ist eher, dass darüber wenig diskutiert wird und gestritten wird. Es ist möglich, solange das Parlament, das beschließt das Bundesfinanzgesetz, die Budgetmittel dafür indirekt oder direkt bereitstellt, dann ist es möglich, es zu machen. Aber diskutieren tun wir komischerweise nicht drüber, ja. Die Amtszeit des Bundespräsidenten ist natürlich festgelegt. In der Verfassung dauert 6 Jahre, man kann aber nur einmal wiedergewählt werden. Warum eigentlich Bundeskanzler oder Landeshauptfrau kann man theoretisch auch jahrzehntelang bleiben? Warum nicht Bundespräsident? Kann man demokratiepolitisch kritisieren, denn wenn jemand in einer Demokratie immer wieder kandidieren will und eine Mehrheit wäre bereit, ihn oder sie zu wählen, warum nicht? Geschichtlich schaut es ein bisschen anders aus. Man hatte Kaiser auf Lebenszeit, die konnten ihr Amt sogar noch an die Kinder weitergeben durch Erbe. Das wollte man dann doch nicht und da erschien eine Beschränkung passend. Der Bundespräsident kann auch seines Amtes enthoben werden, im Gegensatz zu einem Kaiser oder einer Kaiserin. Ist noch nie vorgekommen, wäre auch ziemlich kompliziert, würde aber gehen. Wie? In der Tat sehr kompliziert. Alle jetzt bitte mitschreiben. Es wäre möglich durch eine Volksabstimmung. Die findet aber nicht einfach mal so statt, sondern die müsste von der Bundesversammlung beschlossen werden. Das ist ein gemeinsames Treffen von Abgeordneten im Nationalrat und Bundesrat, also den Kammern des Parlaments. Und auch die trifft sich nicht einfach so, sondern eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat müsste dieses Treffen zunächst vorschlagen und dann beschließen. Das ist also alles schon sehr unwahrscheinlich. Wenn es dazu kommen sollte und es gibt eine Mehrheit in der Volksabstimmung, dann ist der Präsident, die Präsidentin mal weg. Wenn allerdings diese Mehrheit nicht zustande kommt, der Nationalrat hat ja das Ganze ausgelöst, dann wird er aufgelöst und es gibt Neuwahlen. Ist, wie gesagt, noch nie vorgekommen. Jetzt, um es nochmal zusammenzubinden. Wir haben gelernt, der Bundespräsident ist theoretisch, hat er einige Kompetenzen, in der Praxis ist aber nicht so mächtig und hat nicht so viele Möglichkeiten. Es trotzdem versprechen in jedem Wahlkampf Kandidaten, dass sie ganz aktive und starke Präsidenten sein werden und ein Gegengewicht zur Regierung. Aber warum tun Sie das, wenn das eigentlich gar nicht realistisch ist? Naja, das Gegenteil, ich werde ein passiver Nichtstuer sein, ist im Wahlkampf wahrscheinlich wenig erfolgsversprechend. Teilweise gibt es auch diese Erwartungshaltung nach einem starken Präsidenten und Politiker im Wahlkampf bedienen das gerne. Es können aber auch parteitaktische Interessen dahinter stecken. Zum Beispiel ein Kandidat einer Oppositionspartei will die Regierung kritisieren im Wahlkampf. Selbst wenn er oder sie glaubt, ich gewinne das Ding nicht, nützt man die Medienbühne eines vielwöchigen Wahlkampfs, um Regierungskritik zu formulieren. Da gehört dann auch dazu, ich werde bei der Regierungsangelobung ein starker Präsident sein oder gar, ich werde die Regierung rausschmeißen. Letzte Frage, wenn du bei den Regeln für das Präsidentenamt oder bei den Kompetenzen des Bundespräsidenten ganz alleine irgendwas ändern könntest, was wäre das? Das Begnadigungsrecht für verurteilte Straftäter. Ich bin für vorzeitige Entlassungen, aber das kann das Justizministerium wunderbar alleine. Da brauchen wir keinen Präsidenten mit Begnadigungsrecht, er ist weder Kaiser noch Papst. Das war die erste Episode von Der Professor und der Wolf. Beim nächsten Mal wollen wir dann über die Regierung reden, dann über das Parlament, über die Parteien, über die Bundesländer, über die Neutralität und die EU und zum Schluss dann über die Besonderheiten der österreichischen Politik, also das, was uns ganz besonders von anderen Ländern unterscheidet. Und wenn ihr unseren Podcast auf Social Media diskutieren und kommentieren wollt, dann einfach unter dem Hashtag Professor und Wolf. Da können wir mitlesen und falls ihr uns direkt schreiben wollt, per E-Mail dann am besten an die Adresse professorundwolf@orf.at. Danke, Peter. Danke, Armin. Danke euch und bis zum nächsten Mal.